Glutenunverträglichkeit und Zöliakie. Mensch, der absolute Megatrend. Glutenfreie Produkte. Und auch die, die überhaupt nicht an einer diagnostizierten Zöliakie leiden, die bevorzugen mittlerweile glutenfreie Produkte. What? Macht das überhaupt Sinn? Was soll das? Und was bedeutet der Begriff Weizensensitivität überhaupt? Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, bleib dran. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter. Jan Reuter, wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Und das Frühstücksbrötchen, das Feierabendbierchen, die Pizza, die Pasta, Brötchen, Hörnchen, ein Mehrkornmüsli schmeckt verdammt lecker. Einverstanden? Viele Menschen, die an einer Zöliakie, also an einer Glutenunverträglichkeit leiden, die müssen auf diese leckeren Sachen verzichten. Und was passiert eigentlich bei so einer Glutenunverträglichkeit? Nun, es kommt zu einer Schädigung der Dünndarmschleimhaut und das ist sehr, sehr unschön. Es kann durch die Aufnahme von Getreide und den daraus hergestellten Produkten. Der Dünndarm vergrößert im gesunden Zustand durch die Zotten seine Oberfläche und das macht er dafür, um ausreichend Nährstoffe jetzt aus dem Getreide oder auch aus anderem Nahrungsbrei aufzunehmen und sie in den Blutkreislauf zu überführen. Bestimmte Getreideeiweiße sorgen jedoch bei den Betroffenen für die Ausschüttung von Autoantikörpern. Und das ist wirklich unschön. Beim Zöliakie-Betroffenen wird so dann letztendlich eine Immunreaktion ausgelöst. Eine Immunreaktion gegen körpereigene Zellen. Kein Scherz. Und was dann folgt, das ist nicht konkret berechenbar, aber immer unschön. Erscheinungen wie Durchfall, Verstopfung oder beides gleichzeitig. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Hautprobleme, vielleicht sogar Wachstumsstörungen bei Kindern. Hast du richtig gehört? Auch Wachstumsstörungen bei Kindern können auftreten. Und Zöliakie kann man in jedem Alter bekommen, wobei man sagen muss, dass man das hauptsächlich vererbt bekommt und dass der ganze Blödsinn tatsächlich dann auch noch chronisch ist. Was bleibt mir denn dann eigentlich übrig? Das klingt doch ziemlich desperate und hoffnungslos. Ja, konsequenter Verzicht auf glutenhaltige Lebensmittel und Getränke. Und mit konsequent meine ich konsequent. Und Gluten ist Klebereiweiß. Klebereiweiß der klassischen Getreidearten wie Weizen, wie Roggen und wie Gerste. Und das ist eben das, was das Brot backfähig macht. Und gemeinsam mit Stärke bildet das Klebereiweiß die lockere und die elastische Krume vom Brot. Und auch Dinkel, Emmer, Einkorn und Grünkern, die enthalten Gluten, weil die einfach mit Weizen verwandt sind. Und dass dann Mehl, Klei und Stärke ebenfalls Glutenquellen sind, ist doch logisch. Doch Achtung, der Glutenzusatz, den habe ich bei ganz, ganz vielen Fertigprodukten, brauche ich eigentlich nicht immer. Kartoffelbrei, ja? Das heißt Frikadellen, Fischstäbchen, Fertigsuppen, die sind da mit versetzt. Warum? Es ist günstig, es rechnet sich für die Industrie und gleichzeitig ist es dann noch leichter zuzubereiten. Bei Hafer, das ist so eine Sache, da ist das Rispenkorn glutenfrei. Bei den Sachen, die du aber im Laden kaufen kannst, würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Na, auf keinen Fall. Oft wird so eine Glutenunverträglichkeit nicht gleich erkannt, weil die Symptome sehr unspezifisch sind. Ja? Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, Gluten. Gluten ist an allem schuld. Wirklich? Wer weiß. Weiteres Problem ist, dass es andere Erkrankungen mit ganz, ganz ähnlichen Symptomen gibt. Fructoseintoleranz oder Reizdarm und dann auch diese chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Da sind auch die kann man da im weiteren Sinne mit dazu nehmen. Und doch, das ist noch lange nicht alles. Es gibt andere Formen, wie der Weizen tatsächlich zum Feind werden kann. Die Weizenallergie. Der Körper reagiert allergisch auf das Weizeneiweiß. Allergisch auf das Weizeneiweiß, nicht unbedingt auf das Klebereiweiß. Das lässt sich dann in einem Allergietest nachweisen. Seit kurzem kennt man auch noch die Weizensensitivität. Dort geht es um natürliche Getreideinhaltsstoffe. Ich sage ganz bewusst natürliche, nicht chemische Getreideinhaltsstoffe, natürliche, die hier eine entscheidende Rolle spielen sollen. Das sind Stoffe, die dafür da sind, die Getreidepflanzen vor Insektenbefall einfach zu schützen. Das ist aus der Natur. Und bei entsprechend veranlagten Menschen kann so durch die Aktivierung vom Immunsystem das so tatsächlich so weit kommen, dass Entzündungen entstehen und dass sogar Autoimmunerkrankungen ja tatsächlich nochmal beschleunigt werden. Außerdem gibt es noch Hinweise darauf, dass auch bestimmte niedermolekulare Zucker und Polyole, da kommt auch dem nächsten Video dazu, Finger mit im Spiel haben können oder könnten. Und normalerweise sind die völlig unschädlich und die gibt es in Hülsenfrüchten auch noch, die gibt es in Obst, die gibt es in Gemüse. Also wirklich reichlich. Manchmal geht die Weizen oder die
Überempfindlichkeit auf Gluten oder Weizen vorüber. Gott sei Dank. Und es gibt Patienten, die nehmen das dann mal 1 oder 2 Jahre überhaupt nicht zu sich. Die versuchen sich dann wieder vorsichtig, Schritt für Schritt, wirklich kleinen Schritten wieder daran zu gewöhnen. Und es ist ein ganz individueller Prozess. Und da macht es natürlich Sinn, oder das ist nötig, ein Ernährungstagebuch zu führen. Gleichzeitig ist es wichtig, zu wissen, gibt es Zöliakie in der Familie vielleicht? Oder gibt es andere Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, wie Laktoseintoleranz? Den letztendlichen Ausschluss, den gibt ein Antikörpernachweis beim Arzt plus einfach eine Biopsie. Das bedeutet, ein Internist muss während einer Spiegelung mehrere Gewebeproben aus dem Dünndarm untersuchen, ob sich danach die Darmzotten zurückgebildet haben. Ja, dann können die nicht mehr so gut aufnehmen, wenn die verkürzt sind. Ist die Oberfläche kleiner. Was hier sehr wichtig ist, du solltest zu dieser Untersuchung, sofern du es kannst, du sollst nicht leiden, aber du solltest ungeschminkt hingehen, auf Deutsch nicht einfach vorher 4 Wochen völlig glutenfrei essen, sondern ganz normal, wenn es denn geht. Und wenn dann eine glutenfreie Diät dafür sorgt, dass die Beschwerden nach und nach abklingen, dann hast du Gewissheit. Es kann auch sein, dass der Arzt danach nochmal sagt, hey komm, wir schauen da nochmal auf den Darm und wir machen nochmal eine Biopsie. Ist völlig harmlos, macht aber einfach Sinn. Und die Diagnose der Weizensensitivität, die erfolgt ganz einfach nach dem Ausschlussprinzip. Das heißt, Zöliakie wird ausgeschlossen, Weizenallergie wird ausgeschlossen. Meist reicht dann schon ein weizenfreier Monat aus, um den Test aussagekräftig durchführen zu können. Fertig. Ja? Das jetzt gerade auf Social Media und auch in der Öffentlichkeit. Viele Menschen des öffentlichen Lebens oder sogenannte Influencer propagieren, ohne Weizen fitter zu sein, dass die Kopfschmerzen weggehen, dass die Pickelchen weggehen, ich weniger Blähungen habe, ja, dass der Bauch flacher ist, ich besser definiert bin, Hautprobleme weggehen. Das ist auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite regt es viel zu viele leider zur Selbstdiagnose Zöliakie an. Was soll ich da sagen? Weil wenn du ohne eine Notwendigkeit auf Getreide verzichtest, dann entgehen dir viele wichtige Nährstoffe. Gerade Vollkorn liefert reichlich Ballaststoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Selen, Zink, Magnesium, Eisen und so weiter. Und dann noch die B-Vitamine, Vitamin E und die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die du bei deinem Bäcker vor Ort bekommst. Und mittlerweile ist hier eine ganze Industrie entstanden. Es werden viele Pseudogetreidearten hergenommen mit Buchweizen, mit Hirse, mit Quinoa, diese Bowls, mit Amaranth. Und es gibt eine ganze große Auswahl im Biohandel, aber mittlerweile leider, ja, oder Gott sei Dank, sage ich jetzt völlig wertfrei, auch bei den Discountern. Aber der Nachteil dieser Produkte ist, dass sie einen höheren Fettgehalt auf der einen Seite und einen höheren Kohlenhydrat auf der anderen Seite auch noch haben. Und preislich sind die nicht so interessant, das sind die das Gegenteil von günstig. Ja. Außerdem sind sie sehr verpackungsintensiv, glutenfreie Produkte. Das hat damit zu tun, dass hier verhindert werden soll, dass Verunreinigungen mit Gluten oder Spuren in irgendeiner Art und Weise auftreten. Macht ja auch Sinn. Das ist übrigens auch eine Maßnahme, die man dann auch im eigenen Haushalt einhalten muss. Ja, gehst nicht mit dem Körbchen zum Bäcker. Und außerdem, schnelles Austrocknen will es ja auch verhindern. Eine sehr reizvolle Alternative ist, zumindest für die, die gerne backen, dass man das auch selber herstellt. Aroma und Farbe sind dann in der Regel anders und jeder Bäcker wird bestätigen können, dass diese glutenfreie Mehle nicht 1:1 sich mit normalem Mehl austauschen lassen. Du kannst ausprobieren, aber das Geld ist durchs Klo gespült. Ja, es gibt auch Mehl aus Kichererbsen, aus anderen Hülsenfrüchten. Die haben ein besseres Bindevermögen. Und gleichzeitig wird die Feuchtigkeit gehalten. Es gibt mittlerweile auch Kokosmehl, was leicht süßlich ist, mag nicht jeder, liefert aber gleichzeitig viele Ballaststoffe. Auch Bananenmehl ist im Kommen, nicht jetzt so mein Ding. Und den hohen Kaliumgehalt musst du besonders beachten, gerade bei Herzpatienten. Meine Mama hat zu mir gesagt, hey Jan, es gibt auch einfach glutenfreien Sauerteig. Denk mal drüber nach. Man kann auch Xanthan nehmen, man kann Flohsamenschalen verwenden. Einfach mal so am Rande erwähnt. Schön ist es immer, wenn man ja unverarbeitete Lebensmittel hernehmen kann. Es gibt auch Kartoffeln, es gibt Reis, es gibt Buchweizen, Amaranth, Hirse, ja, Quinoa und natürlich auch Obst und Gemüse. Es gibt glutenfreie Produkte, die man am Symbol der durchgestrichenen Ähre erkennt. Das ist nicht bei allen so, aber dieses Siegel der Zöliakie-Gesellschaften in Deutschland garantiert, dass das jeweilige Produkt weniger als 0,02 Gramm Gluten pro 100 Gramm enthält. Das ist europaweit einheitlich standardisiert und lizenziert. Sei mal ehrlich, wie schaut's denn bei dir aus? Hast du auch schon mal versucht, einfach mal Gluten wegzulassen? Oder hast du es mal konsequent gemacht? Ging's dir denn damit besser? Ging's dir damit wirklich besser? Ging's dir damit signifikant besser? Bin gespannt, ja? Ich freue mich auf eure Kommentare.
Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen, zieht den Mundwinkel nach oben. Achso, ich grüße alle Bäckermeister und Bäckereien in Walldürn aus herzlichster. Zieht den Mundwinkel nach oben. Love, Peace.